Herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, Genachtes Raben, und ich habe einen Masterplan. Und zwar will ich natürlich immer noch in die Erweiterung. Das Problem ist nur, ihr habt gemerkt, ich bin viel zu schwach dafür. Ich bin viel zu schwach, um in den Wald reinzugehen, gegen die Orks und die Wargs zu bestehen. Ich muss bei Lobards Hof zu diesem Steinkreis, wo die Suchenden sind, und ich schaffe noch nicht mal einen von denen. Deshalb habe ich Folgendes beschlossen. Ich werde jetzt nochmal durch die Welt ziehen. Und mich etwas hochleveln, denn ich bin gerade mal Stufe 13. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Ich bin ja mittlerweile in Kapitel, keine Ahnung, 2 oder 3. Und eigentlich sollte man hier schon so Level 20 oder so sein, ungefähr, Pi mal Daumen. Und das heißt, ich habe einfach viel zu viele Gegner auf der Seite liegen gelassen. Und das möchte ich jetzt fixen, indem ich die Welt nochmal erkunde. Auch die Orte, an denen ich schon war, gerade die Orte, an denen ich schon war mit Gegnern. Denn dort kann es neue Gegner geben, die entsprechend schwach genug sind, dass ich sie nochmal besiegen kann. Oder dass ich sie besiegen kann. Und dann will ich ja schon seit längerem diesen besseren Magierstab, um mehr Nahkampfschaden zu machen. Erstens. Und zweitens habe ich mir einen netten Stufe 3 Zauber ausgesucht, den ich gerne hätte, nämlich Eisblock. Und damit kann ich dann zumindest einzelne Gegner einfrieren und dann halt mit dem Magierstab draufkloppen. Das dürfte eine sehr mana-sparende Weise sein, einigermaßen starke Gegner umzulegen. Insbesondere halt einzelne. Ich habe ja schon den dritten Kreis der Magie. Ja, da unten sind Keiler, siehst du? Da bin ich doch genau richtig hier. Das heißt, ich muss jetzt aber erstmal leveln. So viel brauche ich gar nicht mehr für Stufe 14, ich würde aber gerne auf 15, 16, 17. Ja, 20 wäre eigentlich schon cool, aber 20 ist, glaube ich, ein bisschen optimistisch. Da müsste ich dann schon eine ganze Weile rum hier einfach Gegner umlegen. Ob das dann noch Spaß macht, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, so 2, 3 Stufen sind da schon drin. So, wo war der Keiler? Der war doch hier irgendwo. Keiler? Hä? War der oben? Verdammt. Gibt's hier unten keine neuen Gegner? Vielleicht in der Höhle da hinten. Ich hätte ja gedacht, dass hier neue Gegner spawnen, weil in jedem Kapitel ja neue Gegner kommen. Und ich glaube, ich bin schon in Kapitel 3 oder sogar 4, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ich wüsste gerade auch nicht, wo ich nachschauen kann, in welchem Kapitel ich bin. Außer vielleicht beim Save-Punkt. Aber nee, da steht es auch nicht. Keine Ahnung. Da steht es auch nicht im Menü. Egal. Halb so wild. Gibt's hier keine Gegner, die ich irgendwie umnieten kann? Sieht nicht so aus, ne? Oh, ein Toter. Lothar oder Jota. Keine Ahnung. Vielleicht da hinten? Oder ist das... Nee, da geht's nicht weiter. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja nicht so gedacht, dass man hier in dieses Tal jemals wieder runterkommt. Aber ich habe hier einige Dinge vergessen. Haha, immerhin. Das hat sich voll gelohnt. Ich meine, hey, so eine Feuernessel gibt ja immerhin 10 Mana. Und 10 Mana fehlen mir. Das heißt, ich kann es jetzt sogar auffüllen. Hui! Das hat sich gelohnt. Ein Pilz für Umme. So, da war doch gerade irgendwo Lester. Wo treibt sich der alte Gauner rum? Hier bei seinem Feuer, nehme ich an. So, was gibt's Neues? Erzähl mal. Du siehst nicht gerade fit aus. Ich fühle mich auch nicht besonders, Mann. Ich bin irgendwie völlig im Eimer und habe ständig Kopfschmerzen. Jedes Mal, wenn einer dieser schwarzen Kapuzenmänner irgendwo auftaucht, wird es schlimmer. Oh je. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Das ist ja nicht so gut. Gut, hier war es dann also nix. Weiter unten auf dem Weg zur Hafenstadt gibt es noch eine Ecke, aber da komme ich auch von hier aus hin. Ja. Magie-Scheiße. Ja, ist ja gut. Ich habe ja schon kapiert. Ihr mögt es nicht, wenn ich hier mit Magie rumlaufe. So, Halvor, zeig mir deine Fische. Zeig mir deine Fische. Sag ich doch. Der hat wirklich nur Fische. Okay. Nee, wo ich hin will, ist da hinten, wo ich zum allerersten Mal in die Stadt reingekommen bin. Denn dort waren ja, glaube ich, 2 Lurker oder so, die ich nicht besiegt habe. Und wenn ich die umniete, dann kriege ich Erfahrung. Und ich bin ja mittlerweile stark genug für Lurker oder Warane. Und deswegen möchte ich mir diese Erfahrung nicht entgehen lassen. Und das Schöne ist ja auch, hier steht ja direkt ein Bett. Das heißt, ich kann jetzt hier kämpfen und mich danach wieder erholen. Und deswegen ist das hier, glaube ich, eine gute Idee.
das hier gleich zu erledigen. So. Keine Menschen mehr, die ich nerven könnte mit meiner Magie. Ein Fisch. Oh, ein Fisch. Das hat sich gelohnt, siehst du? Im Tal habe ich einen Pilz gekriegt, hier habe ich einen Fisch gekriegt. Zwei sogar. Wow, ich bin begeistert. Seht ihr, der Weg hat sich schon gelohnt. Für drei Fische. Wahnsinn. Warum bin ich nicht schon früher hierher gekommen? Ah, wo sind diese Gegner? Die müssen doch dahin. Ja, siehst du, ein Varan. Okay, kein Lurker, ein Varan, aber egal. Die sind eh gleich stark. Ja, ist gut. Er hat meine Fährte. Jetzt muss ich meine Waffe ziehen. Komm her. Kann ich ihn ins Wasser drängen, sodass er schwimmt und nicht mehr angreifen kann? Ja, erledigt. Sehr schön. Nichts zu plündern. So. Das hat ja mal super geklappt. Eine Wasserpfeife. Da ist noch ein Bett. Ein Piratensäbel. Interessant. Was ist das denn? Welche Stärke? 60. Okay. Besser als ein Paladin-Schwert bei gleicher Stärkeanforderung. Nicht übel, hey. Nicht übel. So, aber ich meine, hier war noch einer, oder? Moment, sind das Fische, die ich mitnehmen kann? Tatsächlich. Das sind Fische, die ich mitnehmen kann. Ja, dann nehme ich die doch mit. Ich meine, hey, warum nicht? Aber ich meine, hier hinten war noch so ein Viech, oder? Nicht? War hier nur einer? Hier war nur einer. Das ist ja traurig. Okay. Aber ich bin ja beim ersten Mal, als ich hier war, ziemlich schnell weggerannt. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Sachen, die ich gebrauchen könnte. Fische zum Beispiel. Nee, aber so in der Hütte zum Beispiel könnte ja... Ja, siehst du eine Fischsuppe? Siehst du? Hat sich gelohnt. Okay, hat's nicht. Ich geb's zu. Hat's überhaupt nicht. So, ich teleportiere mich wieder vor. Ach, herrje. Das hat sich ja vorne und hinten nicht gelohnt. Er redet einfach zu viel. Aber es gibt ja noch den Wald vor der Stadt. Und da waren ja am Anfang auch Goblins, vor denen ich weggelaufen bin, die ich niemals besiegt habe. Und wenn ich mich jetzt mit denen anlege, habe ich ziemlich gute Chancen, denn mittlerweile bin ich mehr als stark genug, um Goblins zu töten. Und ich glaube, Snapper waren da auch ein paar. Mit denen dürfte ich mittlerweile auch fertig werden. Das Einzige, wo ich Probleme haben könnte, wäre der Ork oder die Orks. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Aber ich glaube, der Suchende ist gerade mein größtes Problem. Der läuft immerhin von mir weg. Gibt's da hinten noch irgendwas? Ja, Snapper, siehst du mal. Die Frage ist nur, wo läuft der Suchende hin? Der läuft hier hin, das ist nicht gut. Ich habe keinen Bock auf Suchenden und Snapper zugleich. Gut, wie viel Mana brauche ich? 25. Dann fülle ich das hier mal gemütlich auf, während die beiden sich da die Zeit vertreiben. Der Suchende und der Snapper. So, Suchender, wo bist du? Der geht da echt ganz hinten bei dem Snapper hin, okay. Gut zu wissen, immerhin. Das heißt, wenn ich jetzt hier so seinen Weg kreuze, dann kommt der mir schon mal nicht mehr in die Quere. Ich kann ja beim Rückweg nochmal schauen, ob er dann vom Snapper weggegangen ist und den Snapper nochmal erledigen. Aber jetzt suche ich erstmal hier... Oh, Schattenläufer. Uiuiui. Schattenläufer werde ich auch nicht schaffen. Da oben ist ein Wolf. Ja, den kriege ich hin. Aber der ist direkt beim Suchenden. Aber guck mal hier, Blutfliegen. Damit habe ich keine Probleme, oder? Schattenläufer ist weit genug weg. Sehr gut. So, dann kommt mal her. Siehste? Geht doch. Da ist schon mal Stufe 14. Ups. So. Da habe ich schon mal einen Level. Oh, ein Orkspeer. Was? Der hat mich gesehen? Wie hat der mich denn gesehen? Ah, schwarze Goblins. Okay, wie hat der mich denn gesehen, bitte? Wie stark ist denn so ein Orkspeer? Könnte ich den vielleicht schaffen, wenn ich ihn mit Magie schwäche? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, das wird nix. Das war ja so ein Fall für meinen,
Sag's mir. Eisblock, genau. Für den Eisblock wäre das ein Fall. Gut, was ich natürlich auch noch zu bedenken hatte oder zu bedacht habe, ist, dass ich ja derzeit nur einen relativ schwachen Zauber habe. Ich habe ja den stärkeren Zauber mir nicht geholt mit der Begründung, dass der nur genauso viel Schaden macht pro Mana. Das ist aber relativ eindimensional betrachtet, denn meine Gegner haben ja auch eine gewisse Magieresistenz. Und wenn ich dann doppelt so viel Schaden mache, naiv betrachtet, laut Anzeige, dann mache ich ja mehr als doppelt so viel Schaden, weil ja die Magieresistenz nur einmal abgezogen wird. Wenn ich aber zweimal den schwachen Zauber mache, dann wird die Magieresistenz ja zweimal abgezogen. Ui, das waren ja drei. Ich dachte, das wären zwei. Gut. Ja, komm, mit zwei werde ich doch fertig, oder? Vor allem der eine ist ja noch angeschlagen. Siehste? Geht doch. Jetzt muss ich bloß aufpassen, denn ich bin ja gerade mitten auf dem Pfad von dem Suchenden. Mitten auf dem seinem Weg. Nicht, dass der jetzt plötzlich hier auftaucht. Da vorne rechts ist er hinter dem Baum. Da, seht ihr ihn? Oder ist das der hier unten rumsteht? Hm, keine Ahnung. Ist hier noch einer irgendwo? Oder läuft er vielleicht noch woanders hin? Hm, weiß ich nicht. Bei Snappern kann ich nichts abnehmen, ne? Da ist nichts zu holen. Ja, ich hätte lernen können, Krallen abzuziehen, aber für einen Magier lohnt sich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin eigentlich schon beim Schlösserknacken mir nicht sicher, ob sich die 10 Lernpunkte wirklich gelohnt haben. Aber auf jeden Fall noch eher als Krallen abziehen. Das ist sicher. Immerhin kann ich mich hier wieder ein bisschen hochheilen mit Heilpflanzen. Was ich allerdings gerne hätte, wäre Mana. Hm. Gibt's hier einen Weg in die Stadt? Nee. Der wäre mir neu gewesen, der Weg in die Stadt. Aber warum auch nicht? Kann ja sein. So, 45 Mana brauche ich. Wo sind meine Blauflieder? Habe ich schon wieder alle gefuttert? Schon wieder alle verdrückt? Ist ja Wahnsinn. Gut, dann würde ich mal sagen, 1, 2, 3 hiervon und einen davon. Und zur Heilung. Geben die Pilze Mana plus 1 oder Mana plus 5? Das weiß ich gerade nicht. Ja gut, andererseits kosten Mana gerade nur 2 Lernpunkte. Es werden später noch 5 werden, glaube ich. Und bevor ein Mana-Punkt 4 Lernpunkte kostet, werde ich die Pilze nicht wirklich nicht anrühren, nicht futtern. Also nicht, um Mana zu steigern. Vielleicht, um ein bisschen zu heilen, aber nicht, um Mana zu steigern. So, da ist der Schattenläufer, den gehe ich mal aus dem Weg. Und irgendwo rechts war ja auch der Ork. Das heißt, ich werde jetzt links rumlaufen zu den Goblins. Und dem Ork schön aus dem Weg gehen. Denn so wenig Schaden, wie ich dem gemacht habe in dem Zauber. Vielleicht kann ich auch nochmal herkommen, wenn ich dann meinen Stufe 3 Zauber habe. Aber bis dahin werde ich erstmal mich von den Orks fernhalten. Sobald ich Orks töten kann, habe ich ja nochmal eine neue riesige Erfahrungsreserve, indem ich einfach nochmal ins Minental gehe. So, ihr schwarzen Goblins, dann kommt mal her. Ach, 80. Die sind ja süß. Stimmt, die sind ja gar nicht so stark, die Goblins. Also Goblins an sich sind nicht allzu stark. Die Schwarzen sind ein bisschen stärker. Ich glaube, die normalen Goblins geben nur 50 Erfahrung. Aber auch die schwarzen Goblins sind ja nicht wirklich eine Herausforderung. Aber sie geben gute Erfahrung. Vor allem in so großen Mengen. Und haben öfter mal ein bisschen Gold dabei. Das ist ja auch ganz nett. Wie viel Gold habe ich jetzt? 591. Ich glaube, 500 hat mein Magierstab gekostet. Das heißt, den könnte ich mir jetzt vielleicht sogar schon kaufen. So, siehst du mal. Vielleicht hat es sich ja doch gelohnt, Schlösser knacken zu lernen. Ach nee, die ist gar nicht verschlossen. Naja, egal. 20 Gold und nochmal einen Lederbeutel im Wert von... Na? 25. Ja, mit dem ganzen Gold, das ich von den Goblins geholt habe. Ist das in Summe dann irgendwie sowas um die 50, 60 Gold? Ist eine nette Dreingabe für zu der Erfahrung noch, die ich gekriegt habe. Da ist der Ork. Dem will ich nach wie vor ausweichen. Aber ich möchte wissen, ob es hier nicht noch ein paar Gegner gibt.
Ich dachte, mich hätte hier irgendwas verfolgt, als ich über die Mauer geklettert bin. Es könnten natürlich auch die Goblins gewesen sein, die ich am Anfang einfach noch nicht besiegen konnte. Und dann habe ich aber hier unten ja auch eine Höhle gesehen. Und ich bin gespannt, was es dort so alles gibt. Vielleicht ein paar Minecrawler? Na, wobei, Minecrawler direkt bei der Stadt. Das glaube ich nicht. Vielleicht ein paar Banditen? Andererseits bin ich gerade ein bisschen arg schwach für gegen Banditen. Hat man ja im Leuchtturm gesehen. Keine Ahnung. Was gibt's hier? Banditen. Natürlich. Banditen. Eine Runde speichern. Wie immer. Und dann mal schauen, ob sie mir freundlich gesonnen sind. Ob sie... Nein, sind sie nicht. Okay. Sind sie nicht. Aber sie scheinen nicht allzu stark zu sein. Zumindest der eine hier. So, was hast du denn dabei? Oh, ein Apfel. Sehr gut. Nichts zu holen. Und wo ist deine Waffe? Hey, wo ist die Waffe? Die Waffe will ich. Wo ist die Waffe? Ah, da. Ein Beil. Okay. Gibt's dann noch einen Banditen oder war das nur einer? Okay, da hinten geht's weiter. Aber hier ist eine Kiste, oder? Nee, hier ist keine Kiste. Ich dachte, habe ich falsch gesehen. Wenn hier nämlich noch einer ist, dann werde ich mich auf jeden Fall kurz heilen müssen. Ich mach dich fertig. Herumtreiber. Keine weiteren Fragen. So, dann muss ich mich auf jeden Fall kurz heilen, denn mit zweien von denen werde ich auf jeden Fall nicht fertig, glaube ich. Oder? Wie stark sind die? Ja, so mittel. So wie der erste halt. Aber im Gegensatz zu Snappern machen die halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden mit ihren Waffen. Ja, renn so schnell wie du kannst! Ja, tue ich doch. Ich glaube, ich habe sie getrennt, oder? So wie das aussieht. Der Herumtreiber ist nicht mehr da, nur noch der Bandit. Ja, damit werde ich fertig. Das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Was herum? Bier, Fisch, Goldbrocken. Sehr gut. Und dann schnappe ich mir halt noch den... Oh, guck mal, eine Steintafel. Eine Heilpflanze. Oh, ein Pilz. Und eine Feuernessel. Hui, was hier alles wächst. Sehr schön. Finde ich gut. Ich werde mal der Vollständigkeit halber, damit ich hier nicht komplett drauf gehe. Ja, komm, hier zwei Äpfel. Bisschen Käse. Und um den Nachgeschmack vom Käse loszuwerden, ist natürlich Fischsuppe am besten geeignet. Überdeckt den Käsegeschmack wunderbar. So. Und noch einen Pilz. Für den Nachtisch, genau. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Mana. Wo kriege ich Mana her? Da kriege ich Mana her. Ich lasse es erstmal bei 20. Ich schätze mal, ich glaube nämlich nicht, dass ich hier wirklich Mana brauche gegen den. Den dürfte ich im Nahkampf runterkriegen. Und dann kann ich mir das Mana ja holen, indem ich mich kurz ausruhe. Und mir die Pflanzen sparen. Ich mach dich fertig. Okay, es sind zwei. Ja, es sind zwei. Genau für den Fall habe ich dann eben doch ein bisschen Mana aufgefüllt. Weil ich mir nicht sicher war, ob es einer ist oder zwei. Ja, renn so schnell wie du kannst. Ja, das tue ich. Und dann drehe ich mich um und zack. Verbrenn euch. So. Dann kommt mal her, ihr beiden. Ja, sehr gut. Der Angeschlagene zuerst. So gefällt mir das. Na komm, na komm. Denn jetzt will ich den schon mal los. Und damit ihr auch was zu sehen habt, gehe ich mal hier aus dem Baum raus. Hey, der hat mehr Reichweite als ich. Ist ja fies. Sehr gut. Ein Degen.
Ein Degen. Ich suche ja, ehrlich gesagt, noch einen Degen der Banditen. Um wieder Beweise zu haben gegen Fernando, damit ich den nochmal anpinkeln kann. Ich weiß, ich habe ihm gesagt, ich tue es nicht, aber das habe ich eigentlich nur getan, damit ich ihn... Weiß ich nicht, warum eigentlich? Warum habe ich ihn nicht verpfiffen? Weiß ich gar nicht mehr. Gute Frage. Hätte ich tun sollen. Ich dachte, ich könnte es trotzdem noch tun und zweimal Erfahrung kriegen. So irgendwie war's. Nun gut, hier gibt es einige nette, wertvolle Dinge. Rechts, links, links, rechts. Auf Anhieb richtig. Zwei Dietriche. Sehr schön. Sehr gut. So, was gibt's hier noch? Kein Toter. Nö. Gut. Ich hab ne Stufe gekriegt. Ich hab vor der Stadt... So, ich hab 15 Lernpunkte. Das heißt, ich kann jetzt... Und das werde ich noch schnell tun, bevor ich die Folge beende. Ich kann jetzt zum... Ja, theoretisch könnte ich das, wenn ich Mana hätte. Was kostet es denn? Teleport kostet 10 Mana. So, dann machen wir das doch mal. Ich gehe jetzt zum Kloster und werde einen Zauber lernen. Einen Zauber des dritten Kreises. Und welcher das ist... Also Eisblock wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal hier im Kloster, wenn ich dann stärker bin und wieder durch die Lande ziehen werde, um noch mehr Erfahrung zu sammeln. Bis dahin, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.